Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir schauen wieder mal in Harry Potter und der Feuerkelch rein. Und zum Warmwerden gibt es erstmal eine Runde Fliegen. Komm, eine Runde, damit wir ein bisschen reinkommen. Ich habe vorhin Pokémon aufgenommen. Ansonsten ist das hier relativ außer Kalten. Hiernach kann ich schon mal weitergeben, der Fahrplan ist... Warte mal, ich muss jetzt hier erstmal gucken. Wie war denn nochmal die Steuerung? Warte mal mit C. Also, der Fahrplan ist im Prinzip ganz einfach. Wir werden... wir werden hiernach nochmal schwimmen gehen. Und dann gucken wir mal, wie Schwimmen so läuft. Ob ich dann danach noch eine Runde schwimmen gehe oder ob wir dann vielleicht doch noch irgendwie... Nein, ausgetragen aus der Kurve. Ob wir danach vielleicht doch noch irgendwie... Ja, in das ein oder andere Level reingucken. Aber ich denke mal, wir werden hiernach zweimal schwimmen gehen. Und dann im nächsten... Boah, das war mies. Dann im nächsten Part... mal so Part für Part. Also der Gebiet für Gebiet so ein bisschen durchgehen, um einfach nochmal so einen Ausblick zu bekommen. Wie waren die Gebiete nochmal aufgebaut und wo kann man vielleicht nochmal ein Schild upgraben. Ja, okay, das ist natürlich zeitlich schon wieder alles richtig schlecht, was wir hier haben. So. Oh Gott. Ja, das war auch alles Käse. Ich sag ja, Aufnahme aus der Kalten, das ist auch deutlich zu merken. Ja, da denke ich mir, dass ich links rum muss. Oh, wow, 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 wow. Wieder alles einmal abklatschen und mitnehmen. Ja, war gut. Ja, kann man machen. Aber mir gefällt das immer noch, also... Ich kann hier auch öfter fliegen und trotzdem gefällt es mir noch. Das wird irgendwie nicht langweilig. Es liegt wahrscheinlich auch so ein bisschen daran, dass ich mir das Level auch nicht so unglaublich gut merke. Man erkennt es natürlich. Da hätte man, wenn man jetzt wirklich jedes Detail auswendig lernt, mit Sicherheit schon viel mehr rausholen können aus der Nummer. Aber irgendwie... Ja. Kann man so bringen? Ja, okay, das ist natürlich bitter, wenn du da gleichzeitig getroffen bist. Nein, ich hab runtergedrückt, ich Trottel. Ich hab runtergedrückt, jo. Ah, ne. Nee, 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 nee. Nee. Das gab's auf jeden Fall schon mal in besser. Aber so aus der Kalten, 2,20 und Silber. Also, plus minus null im Prinzip. Das war ein Flug wie immer. Kann man hier vielleicht auch Karten nutzen, dass man schnell mit dem Besen fliegen kann? Ja gut, fürs Warmwerden so mal reinschnuppern, alles gut. Schon mal leichtes Training gewesen, eigentlich überhaupt nicht. Aber jetzt wird halt geschwommen, ne? Und da müssen wir jetzt natürlich noch mehr Fokus drauf legen. Denn hier geht es jetzt natürlich darum, mehrfach schwimmen zu gehen. Also jetzt werden wir hier mindestens zwei Runden schwimmen. Kommt halt drauf an, wie lange wir so brauchen. Und, warte mal, kann ich hier... C ist beschleunigt, ja, ich drücke C. Und dann werden wir natürlich dieses Kraut hier immer noch einsacken. Versuchen wir direkt so ein bisschen auf Geschwindigkeit zu gehen, aber natürlich die Bohnen nicht... Achso, nicht vergessen. Einzusacken, damit wir hier vielleicht noch irgendwelche extra Points kriegen. Alles direkt aus dem Weg fischen. Ich meine, die greifen uns ja noch gar nicht wirklich an, ne? Die schwimmen hier erstmal nur random im Weg rum. Flex ihn weg. Ah nein, das Kraut. Ah, haben wir nicht bekommen, ne? Das ist halt auch nicht so sonderlich geil zu sehen. Okay, jetzt ist es wieder besser zu sehen, da vorne. Das Level ist auch ganz niedlich aufgebaut. Hat er es mir jetzt weggefressen? Können die mir das wegfressen? Oh nein, wir haben schon Schaden genommen. Das ist bitter.
mal alles wegflexen. Aber ich mag das so location-mäßig, also hatte irgendwas. So. Kann man vielleicht auch einen geilen Short zu machen oder so? Müsste generell mal wieder ein paar Shorts mehr machen. Nein! Ich habe das Kraut wieder nicht eingesackt. Alter, wir haben schon wieder so viel Schaden genommen. Das wird doch hier wieder nichts. So. Das ist halt auch die Frage, ne? Gehst du da rein und schießt einfach die ganze Zeit direkt so? Komm, flex sie weg. Flex sie weg. Muss man halt Feeling für kriegen. Gefühlt bin ich besser als im ersten Run, aber ich glaube, das ist auch mehr so... Ja, da geht's nämlich schon los. Das ist halt mega mies. Also so energietechnisch ist man irgendwie hier am Arsch. Finde ich. Energietechnisch ist das nicht geil. Ich weiß gar nicht, wie viel... Hab ich jetzt natürlich nicht nachgeguckt. Wie viel man im ersten Run so an Zeit gebraucht hat. 10 Minuten? 11 Minuten? Oh, ey, wir haben schon wieder so viel Schaden gefressen. Das ist halt auch eine wilde Nummer hier, ne? So. Da die Bohnen einsammeln, dann dahinter das Kraut und natürlich die ganzen Typen hier... Meerjungfrau Mann und Blaubeerspube wegflexen. Ja, siehste. Die hätte man vorher schon deutlich öfter einsammeln müssen. Das ist zum Beispiel auch bitter hier. Na? Alles zerstören, was da uns im Weg rumhängt. Alter, ich kriege hier langsam schon Krampf im Finger. Er muss halt auch treffen, ne? Guck mal, das Viech ist genau vor dir und du schießt halt irgendwo hin, Bro. Ja, shit. Da gehen wir gleich K.O. Es ist halt auch doof zu treffen, ne? Weil irgendwie ist doch hier der Pfeiler im Weg oder was weiß ich. Willst du mich verarschen? Wir machen... Hä? Was soll denn der Quatsch? Wir haben doch eben überhaupt keinen Schaden gemacht bei dem Zeug da an der Tür, oder? Müssen wir zuerst die Viecher platt machen, die da im Weg rumschwimmen? Nicht cool. Also das Level ist tatsächlich nicht geil. Da ist Fliegen ganz anders. Fliegen macht richtig Bock. Das hier ist eher so ein Schlafmützending. Und irgendwie... Ja, weiß ich nicht. Also dafür, dass du hier gar keine Energie einsammeln kannst, ist das Level schon echt lang. Und du siehst ja, guck mal, ich habe schon wieder mega Schaden genommen. Also das ist wild. Da bin ich gerade ein bisschen überfragt, wie man das jetzt hier am besten regelt. Also das ist schon hart. Wahrscheinlich muss man das hier auch in 5 Minuten durchbürsten, das Ganze. Muss ich die halt links liegen lassen oder was? Einfach um die rumschwimmen? Am Anfang ignorieren die einen da halbwegs weg und dann auf einmal... Ich lasse sie einfach teilweise links liegen und fertig. Ansonsten beschäftigt man sich wahrscheinlich auch zu lange mit den Viechern. Na. Genau, da haben wir es nochmal eingesackt. Jetzt ist halt die Frage, ne? Macht das Sinn, hier direkt das Tor zu beballern? Ja. Da haben wir schon mal ein bisschen... Nein, ey! Wie hier, die Steuerung ist so mega Grütze. Tja. Guck mal, er schießt halt auch irgendwo hin. Das Viech ist genau vor ihm und er ballert halt irgendwo hin. Bro, der ist vor dir. Warum schießt du den nicht ab? Der ist vor dir, du schießt ihn nicht ab. Jetzt. Lassen wir liegen, oder was? Einfach weiter über das Zeug rüberschwimmen. Weiß auch nicht. Manchmal werde ich da nicht so ganz schlau draus. Manchmal sieht es so aus, als wenn ich gegen die kämpfen muss oder irgendwie irgendwas tun muss. Ja. Natürlich noch getroffen werden. Und manchmal ist es auch irgendwie so, als wenn es eigentlich schon wieder... Ja, ey. Jetzt wird's auch albern.
Macht das Sinn, gegen das Zeug hier zu kämpfen oder schwimme ich einfach oben drüber? Mischung aus beiden oder was? Oh nein, 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 nein. Schieß das weg, schieß das weg, schieß das weg. Vor allem die Kameraperspektive ist halt auch Grütze. Wo guckt er hin? Die Viecher sind vor ihm und er guckt in die Luft. So, rein hier in die Nummer. Ich weiß, es macht doch gar keinen Sinn, hier zu schießen, aber man weiß ja nie, wer hier so hinter der Ecke auf einen wartet, ne? Jetzt haben wir hier wieder so eine Phase, wo wir vielleicht ein bisschen mehr Schwung reinholen. Ich schwimme da einfach dran vorbei. Nein, schwimme ich nicht. Doch, schwimme ich. Ich habe keine Ahnung. Wilde Geschichte. Vor allen Dingen, es ist halt auch mega dumm, dass sie halt nur Tastatursteuerung hier zulassen. Ich weiß nicht, was die bei diesem Spiel hier geraucht haben. Wir wissen nicht, was sie beim Film geraucht haben. Wir wissen nicht, was sie bei dem Spiel geraucht haben. Aber man hat so das Gefühl, dass das alles so, weiß ich nicht, so zwischendrin entstanden ist, dass man sich so denkt, so, ja, machen wir jetzt eigentlich noch ein Harry Potter Spiel oder doch nicht? So, das Ding haben wir schon mal weggebumst. Das Ding haben wir auch weggebumst. Das Ding haben wir. Ja, man muss es halt mehrfach. Nein. Man muss es halt mehrfach spielen. Und dann hat man dann nachher wahrscheinlich auch so eine Art Feeling für. Manchmal schießt er auch nicht direkt. Da kriege ich auch schon wieder die Krise. Wenn du das anvisierst, die ganze Zeit auf Schießen drückst und er macht einfach nichts. So, er zieht auch absichtlich in eine andere Richtung. Ich drücke zum Beispiel die ganze Zeit nach links und er geht irgendwie nach rechts auf einmal. Ja. So ist er nicht verkehrt gerade. Naja, schon so wenig Energie wieder. Guck mal, jetzt fliegt er zum Beispiel komisch nach oben. Ich drücke kein Stück nach oben. Ich drücke absichtlich dann nach unten. Ja, jetzt haben wir ein Problem. So wenig Energie. Guck mal, jetzt geht er nach unten, obwohl ich nach oben drücke. Es ist halt auch hart. Dieses zweite Tor ist halt nervig. Na komm, nach oben, Bro. Nach oben. Ich drücke nach oben. Alter. Kannst du übertreiben hier gerade. Jetzt schwimmt das Vieh genau in mich rein. Wir haben es, okay. Okay, das ist zum Beispiel auch eine Grafik so, wo du dir so denkst, okay, hä? Schwimmen da nicht normalerweise vier? Ja, wir haben Silber, das ist ja schon mal ein Anfang. Okay. Silber gemacht. Okay. Neue Moody-Herausforderung. Bringen die auch Schilde? Das ist doch die Frage. So, dann würde ich sagen, gehen wir noch eine Runde schwimmen, weil wir jetzt gerade so ein bisschen warm sind. Ich kann aber nicht versprechen, dass wir das jetzt hier nochmal besser machen. 9 Stück. Aber wir müssen halt auch Gold holen. Willkommen. Vor allen Dingen ist das Wichtige, dass wir nicht draufgehen. Das ist schon mal ein Anfang. Wenn wir nicht draufgehen, dass wir dann zeitlich vielleicht nochmal ein bisschen was abräumen. So, hier ist ja noch alles ganz entspannt. So, weißt du, hast du offenes Feld, nicht irritieren lassen. Ich drücke C. Hier hast du halt noch offenes Feld. Aber nachher, wenn es enger wird, so, dann ist die Schwierigkeit halt da, ne? So, natürlich die Bohnen mitnehmen. Erstmal einfach nur konzentrieren auf Bohnen und irgendwelches Diatus-Kraut-Gedöns. Und die Viecher halbwegs. Ja, da geht's schon los. Jetzt schießen sie richtig rein hier in die Nummer. Alles so halbwegs links liegen lassen, wegignorieren. Hier vielleicht schon versuchen,
Geschwindigkeit aufzubauen. Aber es ist halt auch mies, weil die kommen manchmal so aus der Ecke rausgeschossen, die Viecher. Und dann kannst du da halt nicht mehr wirklich reagieren. Da bist du schon in dem Viech drinne. So, im Augenblick sieht das ja noch ganz okay aus. Jetzt nochmal das Kraut einsacken. Ja, da haben wir zum Beispiel schon wieder irgendwie Schaden genommen. Bisschen, ja, okay, Cutscene. Das lief noch okay, aber die Schwierigkeit kommt ja auch erst noch. So, jetzt hier ist... ja, das ist zum Beispiel auch wieder so komisch. Ich habe eben nach oben gedrückt und auf einmal guckt er random total nach unten. Und du denkst dir nur so, warum? So. Oder ich bin noch gar nicht fertig mit den Viechern, kann aber schon weiterschwimmen. Das ist auch zum Beispiel wieder strange. Schon wieder so viel Schaden genommen. Diese unterschiedlichen Modi, wenn er dann in den Kampfmodus geht oder dann wieder in den Schwimmmodus und sowas. Das ist so dumm. Weil es nicht so richtig Sinn ergibt, weißt? Also, bin schon klar, was er damit bezwecken will. Aber wenn da immer noch Gegner vor mir sind, dann aus dem Kampfmodus rauszugehen, ist halt hohl. So, dann nochmal Diatuskraut hier versuchen einzusagen. Ne, hat er das eben weggefressen? Fressen die mir, mir das Kraut weg? War da nicht eben was? Ja, das ist... Die Dinger, die wir schießen, sind zielsuchend, aber die schießen, sind halt auch zielsuchend, ne? Ne, wo guckt er hin? Wo guckt er hin? Er guckt nach oben. Warum? Guck mal, der fliegt genau in mich rein und schießt. Da kannst du halt nichts machen. Dann sind die hinter diesen komischen Balken da. So, das lassen wir einfach links liegen. Schwimmen weiter, Bro. Schwimmen. Das sieht immer so aus, als wenn man nicht C drücken würde, als wenn man hier einfach nur so Sommerurlaub schön baden. So, an sich, ja, zeitlich so ist das ja jetzt gar nicht so verkehrt, ne? Natürlich sollte man jetzt hier nicht nur irgendwo gegenballern. Wird hier viel versuchen, links liegen zu lassen. Dass man das einfach, da ist ja eigentlich drauf geschissen. Auf gut Deutsch gesagt. Wow, okay, das ist dumm. Da sind wir, glaube ich, mitten reingefischt. Mitten reingeschwommen in die Nummer. Das ist natürlich auch bitter. Wir werden safe einmal drauf gehen. Das kann ich schon gar nicht mehr verhindern. Aber zeitlich dürfen wir trotzdem irgendwie ein bisschen knackiger sein. Ich kriege vor allen Dingen auch einen Krampf im Finger. Ich schieße jetzt hier schon mal. Man weiß ja nie, dass, ob hier noch irgendwie hinter irgendeiner Ecke irgendwo irgendwas lauert. Ja, einfach alles wegignorieren, was keine Miete zahlt. Ja, nehmen wir auch mit. Einfach hier links und dann schieß ihn weg. Ich habe dreimal schon schießen gedrückt. Wieso schießt du nicht? Ich habe noch 5, Alter. Ja, danke dafür, Alter. Das ist einfach ein Bug, dass da nicht sein soll. Also das ist doch auch Quark. Da ist halt nichts zu sehen im Bild. Und er hat da irgendwie so eine Mega-Hitbox, dass er da nicht dran vorbeischwimmen kann. Alter, mein Finger ist so verkrampft. Warum zocken wir lauter Spiele? Auch Herkules war ja auch so. Wo wir dann einfach total verkrampfen mit den Fingern. Aber wegschießen, das komm. Guck mal, ich drücke nur nach rechts, er schwimmt automatisch irgendwie random nach oben. Keine Ahnung warum. Jetzt schwimmt er nach unten random. Ich drücke immer noch nach oben, er schwimmt nach unten random. Also das ist offensichtlich zu viele Viecher, die hier rumschwimmen, dass er hier sich auch irgendwie nicht entscheiden kann, welches Viech er beballert. Obwohl ich immer so, ja, eigentlich schon einen Plan habe. Guck mal, jetzt schwimmt er wieder nach oben. Ich habe gar nicht nach oben gedrückt. Jetzt habe ich nach oben gedrückt. Hallo? Ich wollte gerade sagen. Alter, nach oben.
Ich habe auch immer so das Gefühl, dass er hier versucht, so ein bisschen zu wechseln mit der Steuerung. Mal drückst du nach unten, dann ist er aber invertiert gerade irgendwie. Weißt du, beim Besenfliegen bist du ja auch invertiert. Ich habe keine Ahnung. Also es ist ganz komisch. Ich drücke überhaupt nicht nach oben. Er schwimmt nach oben. Ja, guck mal, jetzt spawnen die Viecher fast in mir drinne. Was willst du denn da noch groß machen? Alter, das ist halt hart. Guck mal, der auch eben schon wieder. Na komm doch, Alter. Ja, verpiss dich. Wenn die sich mal hier verziehen. Keine Zeit für euch, Hampelmänner. So, komm. Bums ist weg. Bro, schwimm einfach. Schwimm um dein Leben, Alter. Sie kommen von allen Seiten an und wollen mich hier nochmal... Diese fünf... Alter, dass wir das noch gepackt haben. Mit den fünf. Das, also... Wir holen vielleicht kein Gold, aber ich fand, das war Gold. Das war gar nicht so schlecht. Es ist Gold. Yes! 7 Minuten. Ja! Ey, da muss ich aber gleich mal zurückrudern und sagen, das werden wir nicht so oft machen wie Fliegen. Fliegen macht Bock, das hier ist eher nicht so geil. Aber wir werden es bestimmt auch nochmal reinschmeißen. Aber Gold, yes. Obwohl es schneller ging als Fliegen, ne? Bei Fliegen haben wir deutlich länger gebraucht, um Gold zu holen und habe ich bis jetzt auch nur einmal geschafft. Gut, habe ich hier bis jetzt auch nur einmal geschafft. Aber ich kann mir vorstellen, dass man die 7 Minuten vielleicht nochmal knacken kann. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Eure Gedanken, wie immer, sehr gerne in die Kommentare. Ich bin fürs Erste raus. Hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin sage ich einfach mal Tschüss.